Tell me you can't dance to that. It's got no hook. Go to your room, you're grounded. For what? Because you like terrible music. Das, meine Lieben, ist Morris. Er ist 13 Jahre alt, nicht gerade schlank und schwarz. Doch das ist eigentlich gar nicht sein Problem. Frisch gestrandet aus New York, lebt er allein mit seinem Vater Curtis in Heidelberg, wo dieser im Trainerteam des örtlichen Profifußballclubs arbeitet. Und auch wenn der kleine Gangster-Rapper die Oldschool-Liebe seines Papas nicht so ganz teilen kann, schweißt die gemeinsame Liebe zu Hip-Hop die beiden mehr und mehr zusammen. Was Morris tatsächlich sehr schwer zu schaffen macht, ist Freunde in dieser komplett neuen Welt zu finden und natürlich die deutsche Sprache zu erlernen, bei der auch die charmante Nachhilfelehrerin Inka nur bedingt helfen kann. Doch dann trifft Morris Katrin und sein Leben steht plötzlich komplett Kopf. Yeah, let me get some claps, y'all. Wie heißt du? Morris. Can you rap? Can I rap? Hit it. Yeah. Morris aus Amerika ist ein charmanter und unverkrampfter Film über das Erwachsenwerden und darüber, wie schwer es ist, in einem fremden Land Fuß zu fassen und aufzuwachsen. Und natürlich über Hip-Hop. Das alles gelingt Regisseur Chad Hartigan sehr aufrichtig, leichtfüßig und auch fernab der üblichen Pubertätsfilm-Klischees. Was ihm hingegen leider nicht so ganz gut von der Hand geht, ist die Romanze, die sich Morris so sehr erhofft. Obwohl man ihm anmerkt, oder ihr anmerkt, der Romanze, dass sie mal so oder so ähnlich passiert ist, wird man leider Gottes das Gefühl nicht los, dass man sie trotzdem schon gefühlte 100 Mal gesehen hat. Und vielleicht sind Marquise Christmas als Morris und Lina Keller als Katrin dann doch ein klein wenig zu jung, um diese unfaire Faszination dieser Liebe so richtig zu vermitteln. You know, there's a party. You want to come? Teach me how to be charming. I can teach you how to say charming. Speak English! Love will make you do some stupid shit, Mo. How'd you know it was a girl? It's always a girl, Mo. Das mag vielleicht sein, aber zum Glück geht's in Morris aus Amerika auch um eine Vater-Sohn-Beziehung. Und die ist einfach toll. So einen lässigen, verständnisvollen, aber auch entschlossenen Vater wie Craig Robinson wünscht man sich eigentlich für jedes Kind. Oder man hofft irgendwann auch mal so einer zu sein. Die Chemie, die Gespräche und auch die Fapperei zwischen den beiden sind Herz und Seele des Films. Daneben machen aber auch die Momente mit Carla Juri Spaß, weil sie genauso erfrischend und echt mit dem jungen Christmas agiert, wie Robinson das tut. Und wer auf Hip-Hop steht, dessen Herz wird ohnehin im Dauertakt hoch und runter bouncen. Ein echt sympathischer, eigenwilliger Film. Meine Ragtags: Craig Robinson, Chad Hartigan, Coming of Age Indie-Perle, unverkrampft, unglücklich verliebt. Estrella ist 17 Jahre alt, Carmen 16. Ihr Vater ist der Fährmann der Insel. Sie wohnen ungefähr 3 Kilometer die Straße runter. In der Nacht sind sie vom Jahrmarkt zurückgekommen. Eine Nachbarin hat beobachtet, wie sie in ein Auto gestiegen sind. So, meine Lieben, jetzt aber. Nachdem ihr im Kino kaum stattgefunden habt, lege ich euch noch einmal Mörderland La Isla Minima ans Herz.